Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute gibt es nochmal eine geführte Tour durch den Lego Shop im Legoland in Dänemark. Wir fangen hier an bei den exklusiven Sets, also der Shop nochmal um einiges größer als der in Deutschland. Sieht man jetzt auch hier an der großen Wand, also da sind wirklich keine Wünsche offen. Hier haben wir einmal den Eiffelturm mit dabei, finde ich auch wirklich sehr schön, dass der in seiner Originalgröße hier einmal aufgebaut steht. So kann man sich das besser vorstellen, ja, wie die Sets dann wirklich aussehen. Also wenn man es jetzt hier auf der Lego-Verpackung sieht, kann man sich das vielleicht nicht so ganz vorstellen, welche Dimensionen und welche Ausmaße das dann annimmt. Und das finde ich hier beim Legoland, finde ich das wirklich schön. Ich finde es auch so schön auf Ausstellungen, wenn man das mal so sieht, wenn das Ganze dann aufgebaut. Da ist, finde ich das wirklich sehr cool. Lego Eldorado Fortress, da gibt es noch im Abspann bzw. in der Nachbesprechung gibt es dann noch etwas dazu. Da muss ich noch etwas dazu sagen. Und ja, wie ihr sehen könnt, es gibt auch noch ein paar ältere Lego-Sets. Hier nochmal schön aufgebaut, die mittelalterliche Schmiede mit dabei. Und einmal Winnie Pooh habe ich ja auch hier in meiner Sammlung mit dabei. Habe ich euch ja schon gezeigt, habe ich investiert und. Ja, da gibt es noch mal ein paar wirklich sehr interessante Sets, sehr interessante Einblicke. Und ja, wenn ich genügend Geld hätte, ganz ehrlich, ich würde einmal alles komplett mitnehmen, weil es mir sehr gut gefällt. Dann haben wir hier einmal das Minifiguren-Atelier in Anführungszeichen. Hier einmal die Preise, da einmal die Minifiguren, welche es da zum Aufbauen gibt. Ein paar coole Torso gibt es dabei, die ich jetzt vom Legoland in Deutschland nicht kenne. Ja, Zubehörteile, wie ihr gerade seht. Viel gibt es nicht zur Auswahl. Also ja, da gibt es auch Lego Ninjago-Figuren zum Aufbauen, aber ja, da gab es jetzt nicht wirklich was ich jetzt hätte mitnehmen wollen. Eine Menge Schlüsselanhänger, wie man hier noch sehen kann. Also gibt es auch nochmal mehr als im Legoland in Deutschland. Dann hier das teuerste Set, das musste ich auch nochmal von Lego oder das größte Lego-Set, das jemals entstanden ist. Das teuerste ist ja, glaube ich, ja, der AT-AT mit 800 Euro, bin mir gerade bei der Preise gar nicht mehr sicher. Gibt es auch, glaube ich, nochmal andere Star Wars Sets, die nochmal teurer sind. Nichtsdestotrotz, hier einmal Boba Fett in Lebensgröße. Musste ich euch auch einmal abfilmen. Dann einmal Darth Vader, einer meiner Lieblingscharaktere von Star Wars. Der ist ungefähr 2,20 Meter groß, also ja, richtig cool. Leider steht da nichts dabei, wie viele Teile hier zum Beispiel bei R2-D2 mit verbaut sind, wer das Ganze gebaut hat und so weiter. Also, hab's mir schon in die Kommentare geschrieben. Da fehlen mir auch die Infos. Habt ihr jetzt tatsächlich nichts gesehen? Hier weiter geht's im Shop. Monkey Kid habe ich ja schon im Legoland in Deutschland gesagt. Also werde ich mir unbedingt noch holen. Da werde ich meinen 25% Gutschein einlösen. Ebenso wie Lego Ninjago. Richtig coole Sets mit dabei. Aber es ist jetzt auch nichts anderes wie im Legoland in Deutschland. Nur dass vielleicht die Preise etwas teurer sind. Könnt ihr gerne nochmal irgendwie nachschauen. Also die Preise sind immer mal wieder eingeblendet. Könnt ihr dann gerne mal von dänische Kronen in Euro umrechnen. Sollte eventuell gleich sein. Vielleicht etwas mehr mit dabei. Ja, einfach nochmal nachschauen. Ich habe da jetzt nicht wirklich dran gedacht, da mir irgendwie Sets mitzunehmen. Kleinigkeiten habe ich mir mitgenommen. Das wird man dann auch nochmal in der Nachbesprechung sehen. Unter anderem hier dieses Set. Da sieht man es einmal schön. Der Preis dänische Krone noch mit dabei. Und ja, das Set. Ich wusste nicht, ob es unbedingt in Deutschland verfügbar ist. Also Weihnachten im August finde ich schon mal richtig krass. Aber ja, so ist es nun mal mit der Welt. Ja, immer früher wird das Ganze gemacht und ja, ich finde es einfach nur noch bizarr, wie es da ja gemacht wird. Hier nochmal die Holzskulptur gerade gesehen, also ja, hier nochmal in schön in der Größe, also in Originalgröße. Wer dafür, glaube ich, 100 Euro oder über 100 Euro ausgibt, der hat meiner Meinung nach einen Schaden, aber sei es drum, es gibt auch wirklich sehr schöne Sachen. Das finde ich auch wirklich richtig genial, Herr der Ringe. Einmal aufgebaut, es macht einfach richtig Laune, also werde ich mir auch definitiv zulegen. Dann die Eldorado Fortress, wie schon angesprochen, da werde ich nochmal dann in der Nachbesprechung was dazu sagen. Schade eigentlich, dass sie es nicht richtig aufgebaut haben, dass hier die Pflanzenteile da auf dem ja, Boden liegen, aber sei es drum. Trotzdem richtig cool, wenn man das mal wirklich hier aufgebaut sieht, da macht es nochmal wirklich viel mehr Spaß, das Ganze sich irgendwann zu holen. Werde ich noch was dazu sagen, werde ich noch was zu der Minifiguren sagen. Trotzdem richtig cooles Set mit dabei.
Dann sind wir jetzt hier im hinteren Bereich vom Shop. Da gibt es nochmal alles Mögliche an Angeboten. Also Sets, die sich jetzt vielleicht nicht ganz so gut verkaufen, die gab es da für 30% Rabatt. Unter anderem Lego Super Mario mit dabei, das ich eigentlich sehr interessant finde. Ich glaube, da gab es auch noch Lego Video, zum Teil Lego Movie noch mit dabei. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall Lego Dots, Lego Super Mario habe ich euch einfach nochmal der Vollständigkeit halber abgefilmt. Und dann gibt es auch hier im hinteren Bereich Lego Duplo, eine sehr schöne Tigerskulptur, was noch mit dabei ist. Also ja, gibt es auf jeden Fall einiges zu schauen. Lego Super Mario noch im hinteren Bereich. Und ich denke mal, dass es leider dann irgendwann aus den Regalen verschwindet wird. Da habe ich es euch nochmal abgefilmt, die neuen Sets. Ich finde es eigentlich richtig cool, die Funktionsweise von Lego Super Mario. Aber ja, sei es drum. Da wird es nochmal in anderen Videos Infos dazu geben. Dann gibt es hier die Pick-a-Brick-Wall. Auch mit den Preisen könnt ihr euch gerne nochmal umrechnen. Habe ich euch hier nochmal ganz kurz gezeigt, was da an Preisen mit dabei ist. Schade, dass wir jetzt hier einmal Ton noch mit dabei haben. Habe ich jetzt gerade vergessen, irgendwie hier Ton auszustellen. Habe jetzt doppelte Vertonung mit dabei. Sei es drum, bleibt jetzt hier trotzdem einmal im Video mit drin. Lego Disney, immer wieder ein gefragtes Thema. Da kommen wir dann auch gleich noch zu Sachen, die man vielleicht sich im Legoland in Dänemark trotz eventuell höherer Preise kaufen könnte. Haben wir noch einmal Brickheads, also es gibt es auch hier ganz viele und auch im Unterschied zum Legoland Deutschland nochmal etwas mehr mit dabei. Die exklusiven Sets ja, aus dem Legoland in Dänemark könnte man sich hier mitnehmen, sind auch nochmal hier aufgebaut mit dabei und es wäre das Einzige, was ich euch raten würde, was ihr euch dort vielleicht kaufen könnt. Dann der großzügige Kassenbereich mit dabei, also da muss man normalerweise nicht wirklich anstehen. Da habe ich euch hier nochmal gezeigt, also das war jetzt morgens, da war der Shop wirklich noch leer, mittags war wirklich die Hölle los, also da hat es dann wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Hier gibt es nochmal ein paar interessante Straßenplatten mit dabei. Jetzt habe ich glaube noch ein paar Sets, die wir hier aufgebaut haben. Hier gibt es Nachschub. Ja, Trinkflaschen, Accessoires und so weiter. Also alles auch wie im Legoland in Deutschland. Ja, und jetzt nochmal hier der Überblick über den Shop. Noch ein paar coole aufgebaute Sets mit dabei. Also manche gefallen mir hier für alle Star Wars-Fans noch. Und ja, dann der Eiffelturm noch einmal in seiner vollen Pracht. Mir gefällt er tatsächlich wirklich nicht so gut. Also ja, ich bin auch von der Größe jetzt ganz ehrlich nicht wirklich beeindruckt. Ich würde es mir nicht bei mir irgendwo ins Wohnzimmer oder sonst wo stellen, weil es mir tatsächlich persönlich nicht so gut gefällt. Aber sei es drum. Mit den Bildern vom Eiffelturm exklusiven Sets verabschiede ich mich erstmal hier von diesem Video und nehme euch jetzt mit ins Studio. So, ihr habt es gesehen, jetzt gibt es noch einmal die Nachbesprechung. Also der Shop nochmal um einiges größer als der im Legoland in Deutschland. Vielleicht auch der größte Lego-Shop im Legoland weltweit. Falls ihr mal in einem anderen Legoland außer in Deutschland oder in Dänemark wart, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Wird auch bestimmt andere Leute interessieren. Auf jeden Fall habt ihr mir schon in die Kommentare geschrieben. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass im Legoland in Dänemark das Ganze nochmal etwas teurer ist, was auch immer die Gründe sein mögen, als im Legoland in Deutschland. Also schaut gerne mal die Preise nochmal an, sind ja in den Regalen ausgeschildert und ja, da könnt ihr es gerne nochmal dänische Kronen in Euro umrechnen. Ich habe nicht vorgehabt, da irgendwas zu kaufen. Ich habe lediglich hier diese drei Minifiguren mitgenommen. Ich hatte den Verdacht, dass die eventuell im Legoland in Dänemark exklusiv sind. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch im Legoland in Deutschland verfügbar sind. Da bekommt man sie, denke ich mal, auf jeden Fall etwas günstiger. Also habe auch, glaube ich, ungefähr 10 Euro gekostet. Ich glaube, so kostet es auch im Legoland in Deutschland. Also ja, sei es drum. Ich habe es wegen der Lebkuchenfrau und hier wegen der Dame mit der Brezel geholt. Der Kleine hier mit der Gitarre, die Gitarre. Habe ich ja ein Vielfaches davon habe ich von Lego Ninjago tonierte Elemente. Da habe ich ganz viele von diesen Teilen. Die könnt ihr auch einzeln kaufen im Legoland in Deutschland in der Minifigurenfabrik. Also nicht unbedingt was Besonderes. Diese beiden Figuren, ja, die sind für mich etwas Besonderes. Weihnachten kommt eh immer wieder, also jedes Jahr aufs Neue. Das heißt, ihr könnt diese Figuren immer wieder gebrauchen, falls ihr sie noch nicht habt. Deswegen habe ich es einfach mitgenommen. Sonst habe ich mir da nichts gekauft. Klar, mein Auto wäre auch da voll gewesen. Ich weiß auch nicht, ob es Rabattgutscheine gibt fürs Legoland in Dänemark, also fürs Legoland in Deutschland.
Ihr wisst ja, meine Videoreihe, da gibt es unter anderem einen 25% Gutschein auf einen Artikel eurer Wahl. Den könnt ihr dann für exklusive Sets verwenden. Die bekommt ihr dann dementsprechend günstiger. Das ist wirklich ein sehr gutes Angebot. Und da weiß ich nicht, ob das in Verbund mit einer Jahreskarte im Legoland in Dänemark auch möglich ist. Falls ihr da Infos habt, gerne in die Kommentare schreiben, würde mich auch interessieren. Dann noch eine negative Sache zum Lego-Shop in Dänemark, und zwar die klimatischen Verhältnisse. Ihr wisst ja, im Legoland in Deutschland gibt es zwei Eingänge, im Legoland in Dänemark leider nur einen Eingang. Die Deckenhöhe ist zusätzlich im Legoland in Deutschland noch etwas höher und ja, die Luft kann da einfach etwas besser zirkulieren. Im Legoland in Dänemark gibt es nur einen Eingang, das heißt, morgens war alles eigentlich noch in Ordnung. Da war es wirklich da angenehm, da zu shoppen und da Videos zu machen. Zur späteren Stunde, Mittag, Nachmittag, wollte ich da nochmal rein zum Videos machen, da war es auch wirklich sehr viel los und ja, da hat es keinen Spaß mehr gemacht. Also es war da wirklich eine Hitze da drin. Ich bin einmal kurz rein, wollte noch Videos machen, bin dann wirklich rückwärts wieder raus, weil es mir da drin keinen Spaß gemacht hat. Erstmal wegen der Leute, zweitens wegen der Hitze und es war an diesem Tag noch nicht mal wirklich heiß. Also ich will es mir nicht ausmalen, wenn es dann mal wirklich 30, 35 Grad hat, wenn es das überhaupt in Dänemark so viel hat. Aber 30 Grad werden sie bestimmt auch schaffen und ja, wie es dann in dem Shop dann zugeht, beziehungsweise welche Temperatur man da hat. Also ich will es mir nicht unbedingt ausmalen. Das sollten Sie eventuell mit Klimaanlage oder sonstiges, sollten Sie das verbessern, denn es hat wie gesagt keinen Spaß gemacht, da weiter zu shoppen. Weitere Videos zum Legoland in Dänemark folgen in Kürze. Jetzt möchte ich noch ganz kurz was loswerden zum neuen Eldorado Fortress. Also das Set werde ich richtig cool, da lasse ich nichts drauf kommen. Nostalgie pur. Sie haben es auch wirklich sehr schön umgesetzt. Als ich das aufgebaut im Legoland in Dänemark gesehen habe, hat es mich ein zweites Mal überzeugt. Ich war eigentlich schon überzeugt davon, das Ganze zu kaufen. Und ja, als ich es aufgebaut gesehen habe, die Größe. Also ja, finde ich richtig cool. Werde ich mir definitiv wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr mit einem 25% Gutschein im Legoland in Deutschland kaufen. Nichtsdestotrotz, ich habe einen kleinen Kritikpunkt, der mich eigentlich schon gleich gestört hat, als ich das Set zum ersten Mal gesehen habe, und zwar die Minifiguren. Also die Minifigur aus den 90ern, das war ja wirklich damals das Maß aller Dinge, richtig cool. Die Torso-Bedruckung damals auch richtig stark, also für damalige Verhältnisse. Zu heutigen Verhältnissen, also den Torso, haben sie wirklich sehr schön bedruckt. Sie haben darauf geachtet, dass vielleicht die Minifigur auch irgendwie aussieht wie aus den 90ern. Aber ich finde, das sollte heutzutage kein Maßstab mehr sein. Heutzutage, finde ich, gehört eine ordentliche Bedruckung auch auf die Beine bzw. auf den Helm. Jetzt zeige ich hier mal nochmal eine ältere Minifigur. Also die sahen ja damals so aus, Torso wirklich sehr schön bedruckt. Die Beine leider nur in weiß, meine etwas vergilbt, ich weiß. Aber ja, dann gab es ja sozusagen die Erweiterung mit diesen Minifiguren. Zeige ich hier noch mal ganz kurz. Also da sieht für mich die Torso-Bedruckung schon etwas besser aus. Der Hut einmal sehr schön mitbedruckt. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und heutzutage, ganz ehrlich, da gehört zu einer ordentlichen Minifigur gehört eine Beinbedruckung mit dazu, vielleicht auch eine Armbedruckung noch mit dazu. Und ich zeige es hier gerade mal ganz kurz beim Nussknacker, was ich meine. Also das hier ist für mich eine ordentliche Soldatenfigur. Natürlich müsste man jetzt hier einmal den Helm abmachen und einmal den Kopf, das Ganze austauschen. Dann wird es wirklich eine sehr schöne Soldatenfigur. Hat hier einmal seitliche Armbedruckung, es hat hier seitliche Beinbedruckung mit dabei, vordere Beinbedruckung. Also wirklich richtig schöne Minifigur. Hier die Beine, wenn ich es jetzt gerade mal noch auseinanderkriege, also hier auch nochmal wirklich sehr schönes kleines Detail mit dabei. Ich habe es euch ja schon mal einmal in einem Video gezeigt. Ich habe hier einmal die Minifigur einmal umgebaut. Also hier die ältere Version einer Minifigur. Hier meine Kreation mit Nussknackerbeinen, mit dem moderneren Hut hier mit dabei. Und das hätte ich mir auch wirklich hier gewünscht für die neue Eldorado Fortress. Also den Torso haben sie wirklich überragend bedruckt. Ich weiß nicht, ob seitliche Armbedruckung mit dabei ist, aber da hätten Sie ganz ehrlich den Hut noch bedrucken können und auch hier die Beine bedrucken, dass man hier ordentliche Stiefel für einen Soldaten haben. Also ja, Sie können es ja, wenn Sie wollen, das kann man hier beim Nussknacker sehen und ja, da finde ich es einfach schade. Also die Figur aus den 90ern wirklich cool, aber ganz ehrlich, der Maßstab einer Figur aus den 90ern sollte nicht mehr der heutige sein. Deswegen ganz anderer Standard und deswegen gehört für mich eigentlich eine ordentliche Bedruckung, wie gesagt, der Beine, Torso, Hut und so weiter.
gehört für mich einfach dazu. Das ist für mich der einzige Kritikpunkt, was ich an der neuen Eldorado Fortress habe. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich werde es mir trotzdem kaufen, auch wenn mir die Figuren nicht zu 100% gefallen. So, das wollte ich einfach noch ganz kurz loswerden. Deshalb habe ich mir unter anderem ganz viele von den Nussknackern geholt. Ich habe ja damals schon ein Video dazu gemacht, wo ich mir hier mehrere von diesen Minifiguren zusammengestellt habe. Die finde ich wirklich passend als Soldatenarmee. Und da werde ich auch mal schauen, wie sich die Nussknackerbeine dann mit den neuen Minifiguren aus der Lego Eldorado Fortress vertragen. Dann würde ich sagen, so viel dazu. Mit dem Legoland in Dänemark geht es dann bei den nächsten Videos weiter. Für dieses Video sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!